Meine Güte, da ist die Frühlingsseason auch schon wieder vorbei. Und auch diesmal waren wieder ein paar Diamanten im großen Berg der Releases vergraben. Natürlich haben auch wir von der Redaktion reingeschnuppert und möchten euch ohne weitere Umschweife nun unsere Top 5 der Frühlingsseason 2021 präsentieren. Bühne frei für Tuzzles. Es ist eigentlich kaum zu fassen, dass Godzilla, das Markenzeichen der japanischen Filmbranche, bis zu dieser Season noch nie in einem TV-Anime adaptiert wurde. Es scheint selbstverständlich. Doch wenn man Godzilla Singular Point gesehen hat, wird einem vielleicht klar, was für eine schwere Aufgabe das eigentlich sein kann, den König der Monster in einem schlicht merkwürdigen Format wie Anime unterzubringen. Ein simpler Katastrophenstreifen wäre dem nicht gerecht geworden, also konzipierte Autor und Doktor der Physik To Enjo den wohl komplexesten Science-Fiction-Mystery-Plot der letzten Jahre. Mit zwei verschiedenen Storylines, dutzenden relevanten Charakteren, physikalischen Konzepten, philosophischen Ideen sowie Referenzen auf Popkultur und auch antike Mythologie. Ach, und einer ganzen Armada Kaijus natürlich auch. Aber im Vordergrund steht die Geschichte von Yun Arikawa und Mei Kamino. Zwei jungen Erwachsenen, die auf die wohl verschwurbelste und bürokratischste Art und Weise in eine Situation geraten, in der sie plötzlich ein antikes Mysterium, eine globale Katastrophe und die bevorstehende Apokalypse lösen müssen, während die Welt von sonderbaren Kreaturen heimgesucht wird. Statt die Menschen einfach nur hilflos gegen diese riesigen Monster kämpfen zu lassen, wird wie in Filmen wie Contact oder Arrival nach Antworten für diese Phänomene gesucht. Die Ungeduldigen unter uns wird es wahrscheinlich enttäuschen, wie lange man tatsächlich auf den Capital G warten muss, aber bei all der Tiefe dieser Handlung bin ich eher erstaunt, wie man diesen Sci-Fi-Plot überhaupt mit Tohos Monster-Universum verbinden konnte. Und hier muss ich wirklich hervorheben, mit welch einer Präzision dieses Skript verfasst wurde. Welches ganz lässig Relativitätstheorie, Quantenmechanik und Raumzeit mit flammenspuckenden Echsen kombiniert. Ich weiß, das sind keine Echsen und Atomic Breath ist auch nicht aus Feuer, ja, bla bla bla. Ist auch komplett egal, denn wozu dieses wissenschaftliche Zeug führt, ist, dass die Plottwists, egal wie absurd sie wirken mögen, immer logisch nachvollziehbar sind. Was man nicht von vielen Mystery-Animes behaupten kann. Am Ende hätte dieser Plot allerdings auch locker für 26 Episoden ausgereicht und den Zuschauer dabei vielleicht sogar auch mal eine Atempause gegönnt. Obwohl diese historische Kooperation aus Studio Bones und Orange einige der eindrucksvollsten Actionsequenzen in Anime liefert und auch den erbittertsten Monsterfan an einigen Stellen regelrecht vom Hocker reißen wird, sollte man kein leicht verdauliches Kaiju-Popcorn-Kino erwarten, wie wir es zuletzt aus Hollywood gesehen haben. Denn Singular Point ist nicht ohne Grund Godzillas TV-Anime-Debüt. Und zwar eines, das man gesehen haben sollte. Bittersüß. Kein anderes Wort beschreibt den Ton der letzten Folgen dieses Meisterwerks so gut. Fruits Basket ist ein Shoujo-Manga, der schon seit den frühen 2000ern Kultstatus genießt. Mit dem Ende der finalen Staffel der neuen Anime-Adaption blickt man mit gemischten Gefühlen auf eine wohlverdiente, wunderschöne Verewigung zurück. Jede Staffel erstrahlte durch ihre ganz eigenen Eigenschaften. In der ersten war Comedy sehr präsent und hat uns dadurch den riesigen, durchweg quirkigen Cast näher gebracht, ohne zu versäumen, hier und da einige Anflüge von dunkleren Thematiken unterzubringen. Die zweite Staffel hat sich auf eben diese konzentriert und das auf so meisterhafte Art, dass einem das Herz blutete. Die dritte und letzte Staffel führt dann alle losen Stränge zu einem warmen und zufriedenstellenden Ende zusammen. Jede Geschichte, die zu bitteren Tränen geführt hat, jeder Charakter findet ein Happy End und jedes Happy End ist nicht einfach an den Haaren herbeigezogen, sondern gliedert sich natürlich in die verworrene Geschichte ein. Eine Geschichte, die Trauriges erzählt, viel zu leicht auf das eigene Leben übertragbar, aber nicht auf eine Weise, die einen verzweifeln lässt, sondern viel eher tröstet, einem Hoffnung macht. Man muss sich nur mit den richtigen Menschen umgeben. Und mit der Entscheidung, dasjenige zurückzulassen, was einem wehtut, reißt der Faden, der die toxischen Beziehungen zusammengehalten hat. Dieser Höhepunkt rund um Toru, ihre Freunde und dem Soma-Clan fühlt sich dabei genauso an, wie sich die Charaktere selbst fühlen. Etwas geht zu Ende. Ob es gut oder schlecht ist, lässt sich nicht einschätzen, aber es tut weh. Man möchte nicht, dass es endet.
Ähnlich wie wenn man sein Elternhaus verlässt, ist es ein Moment, in dem die gewonnene Freiheit nicht mit dem Schmerz aufgewogen werden kann. Und sei es eine noch so gewaltsame Umgebung, die man zurücklässt, man ist verwirrt, einfach weil man Gewohntes für immer verabschieden muss. Mit Fruits Basket hat eine sanfte Serie die Bühne betreten, die Geschichten genauso zart darstellt, wie auch die Musik klingt, den düsteren Themen angemessen und doch mit einer tröstenden Wärme. Der Zeichenstil und die Charaktere tragen ihren Teil bei, das Werk zu dem zu machen, was es ist. Grandios und bittersüß. Lasst es uns mit einem Lächeln verabschieden. Sayonara. Vivi Fluorides Iso. Ein Original Anime aus dem Studio WIT, demselben Studio, aus dem auch Attack on Titan kommt. Dann geschrieben vom ReZero-Autor Taipei Natsuki und Chaos Child Scriptwriter Eiji Umehara. Ich meine, ihr habt's ja gesehen. Wir haben das Rezept für einen richtigen Blockbuster. Was zur Hölle macht das Ding da unten? Wir haben mit Vivi eine singende Idol-KI, die mit einem fliegenden Cube, oh nein, ich meine damit nicht unseren Cube, aus der Zukunft eine KI-Apokalypse 100 Jahre in der Zukunft verhindern muss. Wir haben literally Hatsune Miku als Terminator und ich find's mega. Hört sich das nicht nach einer Prämisse an? Action-Fans kommen auf jeden Fall mehr als auf ihre Kosten. Aber auch Sci-Fi-Enthusiasten, wenn man davon absieht, dass das die erste richtige Sci-Fi-Serie seit gefühlt 5 Seasons ist, bekommen etwas zu kauen. Es wird nämlich die Frage der Menschlichkeit gestellt. Beziehungsweise wird Vivi mit dieser Frage konfrontiert, wo es doch ihre Mission ist, die Menschen durch ihren Gesang glücklich zu machen. Doch um das zu tun, soll sie von Herzen singen. So muss sie sich gleich zwei ziemlich große Herausforderungen stellen. Erstens der Frage, wie ein Ding ohne Herz etwas von Herzen macht, und zweitens der Rettung der Welt. Letzteres ist die Mission des Würfels, / Teddybären Matsumoto, und den beiden dabei zuzusehen, wie ihre Persönlichkeit und Missionen da aufeinanderprallen, ist nur ein weiterer Grund, den Anime anzuschauen. So versuchen die beiden in diesem Zeitraum von 100 Jahren die wichtigsten Schlüsselereignisse, zwischen denen teilweise Jahrzehnte liegen, zu ändern, um die KI-Entwicklung gar nicht erst so weit fortschreiten zu lassen, dass es zu so einer Katastrophe kommen kann. Die einzelnen Arcs im Anime fokussieren sich auf je so einen Singularity Point. So spannen actiongeladene Kurzgeschichten einen größeren Bogen über die ganze Serie, sowohl von der Geschichte als auch von der Charakterentwicklung her. Es sind die Erfahrungen, die sie dabei macht, die sie auf ihrer emotionalen Reise vorantreiben. Und man könnte sagen, es sind genau diese Eindrücke und Bekanntschaften, diese Emotionen und Erinnerungen, die einem Ding etwas Menschliches verleihen. Und Vivis langsame Selbstfindung kulminiert im finalen Showdown in ihren eigenen, selber geschriebenen Song, dem ersten Stück Kreativität einer KI, was nicht nur ein schönes Finale für den Zuschauer ist, sondern auch einfach schön anzuhören, was für alle Songs in diesem Anime gilt. Aber apropos Selbstfindung, da ist auch ein ganz anderer Anime, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Es gab wahrlich viele tolle Animes in der letzten Season. Von drei davon habt ihr jetzt schon was gehört. Dass es an meinem persönlichen Pick nur schwer ein Vorbeikommen geben wird, wusste ich jedoch schon damals vor einigen Jahren, als die Adaption der gleichnamigen Manga-Vorlage angekündigt wurde. Es ist wirklich schwer zu erklären, worum es in To Your Eternity eigentlich geht. Im Grunde folgt der Zuschauer der Reise eines ominösen, nichtmenschlichen Wesens, das von einer gottartigen Person in der Tundra ausgesetzt wurde und sich langsam über Wandlung und Imitation, Tod und Wiederauferstehung von der Form eines Steines in die eines Wolfes bis hin zu einem menschlichen Jungen wandelt. Aber bereits schon mit letzterem verrate ich eigentlich fast zu viel. Auf Basis dieser etwas seltsamen Prämisse erzählt Yoshitoki Yoima, das ist übrigens die Autorin von The Silent Voice, eine Reihe von verschiedenen Geschichten unterschiedlicher Länge, die jeweils mit eigenen Charakteren und Schauplätzen aufwarten können, aber immer der Entwicklung desselben Hauptcharakters dienen. Drei dieser Segmente hat der Anime bislang gezeigt, wenn man den Prolog in der ersten Folge mitzählt. Diese einzigartige Storystruktur ist nicht nur außerordentlich unique und interessant, sie ermöglicht auch gleichzeitig der Autorin, viele interessante Themen anzusprechen, ohne das gesamte Werk nun direkt auf diese auszurichten oder Charaktere halbgar und ohne abgeschlossene Arcs im Raum stehen lassen zu müssen.
Das zweite Kapitel der Geschichte dreht sich zum Beispiel unter anderem um das junge Mädchen Marge, das eigentlich nur erwachsen werden will, jedoch stattdessen gezwungen wird, in einem religiösen Ritual als Menschenopfer zu dienen und sich somit selbst diesen trivialen Traum aufgrund sinnbefreiter Gesellschaftskonventionen nicht erfüllen kann. Dabei, sowie generell im gesamten Werk, ist es immer wieder faszinierend zu betrachten, mit welch Hingabe und Sorgfalt Uima die diversen Themen und Story-Aspekte im Werk behandelt, wobei gerade die brillante Nutzung komplexer Motive immer wieder ins Auge fällt. Im Falle von Marge zum Beispiel das Pretend-Play, das natürlich als psychologisches Element perfekt zur Prämisse des Charakters passt, aber gerade im späteren Verlauf des Kapitels auch wirklich signifikant weiterentwickelt und auf eine sinnreiche Art und Weise in die Schlüsselmomente des Charakters im Werk eingebettet wird. Was sonst noch so in der Geschichte passiert, werde und will ich wirklich nicht vorwegnehmen, das muss jeder für sich selbst entdecken. Abgeschlossen ist es auch noch nicht. Wer ein stellenweise brillantes, durchweg gut geschriebenes und auch durchaus ziemlich hübsches Abenteuer erleben will, der sollte sich To Eternity keinesfalls entgehen lassen. Nach dieser Achterbahnfahrt der Unsterblichkeit verlieh ich noch endgültig meine Nüchternheit und weine mich gleich in die Süßlichkeit eines Früchtekorbs. Aber ob hin oder her, ob eine Vivi oder Diva, I don't fucking care. Ich bin auf der Suche des Unterhunds und dann kann mich keiner mehr stoppen, nicht mal so ein dreckiger Hund wie Godzilla. Oh, was erblicken denn meine Maulwurfaugen da? Ferris in Taxis und das sogar reichlich, oh man. Hol mir erstmal meinen Elefantenkuss raus und zieh mal den haarigen Stoff auf einmal rein. Ottex ist der Name, mal schauen, ob erste Sahne oder doch eher lahme Schnecke. Ottex ist ein Anime über ein taxifahrendes, Hawaii-Hemd tragendes Walross, welches jeden Tag die unterschiedlichsten Lebewesen fährt und über ihre Philosophien und alltäglichen Probleme redet. Durch die unterschiedlichsten Tiere erfahren wir mehr über ihr Leben sowie ihre Ansichten gegenüber dem Leben. Sei es ein Comedy-Duo, welches mit ihren veralteten Witzen zu kämpfen hat, oder die Idol-Group Mystery Kiss, welche kurz vor einem Durchbruch steht. Jeder Charakter bringt seine ganz eigene Persönlichkeit mit, welche durch ihre Tierwillendesigns nur deutlicher verstärkt werden. Dem Hawaii-Hemd tragenden Protagonisten Odokawa ist eigentlich alles egal und reagiert recht zynisch auf gewisse Antworten, währenddessen auf der anderen Seite sein Arztfreund aufgrund seines Gorilla-Designs eine selbstbewusste Aura ausstrahlt und jemand ist, mit dem man sich eigentlich nur ungern anlegen möchte. Genau das, und wahrscheinlich auch nicht mehr, würde ich sagen, wenn man nur die ersten paar Folgen vom Anime gesehen hätte. Aber Odd Taxi ist nicht nur eine zufällige Ansammlung von Tieren, die allesamt mit einem Walrus Taxi fahren, nein. Odd Taxi ist ein raffiniertes Werk über unterschiedliche Medien der Welt, was für Probleme diese mit sich bringen und wie diese miteinander verknüpft sein können. Sei es der enorme Medienkonsum von uns Menschen heutzutage, die Problematik mit Sammelspielen wie Gacha Games, der Umgang mit Geld oder das Fußfassen als neuer Internetstar. Der Anime zeigt uns die dunkle Seite von für uns als einfache Unterhaltung oder auch Selbstverständlichkeit abgestempelten Dingen. Vor allem in unserer heutigen Gesellschaft, in welcher man innerhalb von wenigen Sekunden mit einer anderen Person schon verknüpfen kann, durch einen Post auf einer Social Media Plattform seiner Wahl oder auch einfach nur durch einen random Discord Server, auf dem man einfach nur chillt, ist ein Werk wie Odd Taxi schon fast eine Art Schlag in die Fresse. Er zeigt, wie wir Menschen beeinflussen können, ohne diese überhaupt zu kennen, und wie wir durch unterschiedliche Medien ebenfalls beeinflusst werden können. Ja, Odd Taxi ist für sein Fairy-Setting, Anführungszeichen, nicht gleich das nächste Beastars oder B&A. Aber mit seinen unterschiedlichen Charakteren, die sich mit Problemen befassen müssen, für die sie sich eigentlich überhaupt nicht eignen, wird man immer wieder aufs Neue vom Anime überrascht. Jede Episode bietet etwas Neues und zeigt faszinierende dunkle Seiten von heutigen Medien. Und das alles untermalt mit dem besten Soundtrack der Season mit Abstand, ergibt den Unterhund der Season. Oder besser gesagt, das Unterwaldross. Ach, und mal so ganz nebenbei erwähnt, gibt's auch noch ein rappendes Stachelschwein. Ein fucking rappendes Stachelschwein, welches immer on beat reimt. Kann das Legoshi, kann das ein Luis? Nein, das glaube ich nicht. Und was war euer Lieblingsanime der letzten Season? Ihr könnt es für euch behalten oder es in die Kommentare schreiben und euch mit den anderen Weeps da unten austauschen. Wir sehen uns dann entweder in 3 Monaten beim nächsten Season-Video oder bei der nächsten Ausgabe der Anime News.